Das ist dann schon so einen normalen Kram. Ja, dann hast du Fotos von den normalen Leuten. Nein! Eigentlich könnte ich ja helfen, das Dreieck und Christoph mitnehmen als Fleckdraht. Bist du rein? Ja? Warte mal. Hey, grüß dich! Ja, also mit Gewandeten, mit Zivilisten. Okay. Ja. Ich habe wohl mit Australien gesprochen. Aber. Mit Amerikanern. Aber. Also das war sowas von herzlich. Meine erste Million. Du wirst betrunken sein, das seh ich Und er frisst alles. Reik, wichtig ist atmen. Der frisst nämlich auch Aas. Also niemals die Luft anhalten, weil das ist ein Aasfresser. Das ist ein sogenannter Falkengeier. Wie es der Name schon sagt, ist er ein Raubvogel, Greifvogel, der sowohl Aas frisst, als auch selber auf die Jagd geht. Dass er innerhalb 10 Sekunden käsweiß wird,
dann musst du Reigenarm ganz weit ausstrecken, Kopf ganz weit wegnehmen, weil dann ist sie stinkig. Und dann beißt sie nach allem. Aber es hat sie noch nie gemacht. Kannst du beruhigt weiteratmen. Ja, dann geht ihr mal auf die Seite mit der Inka. Geht einfach mal ein Stück, könnt ihr mal ein Stück rumlaufen, die Leute können sie anschauen. Dann machen wir mit dem nächsten weiter. Dann nehmen wir. Jetzt kommt der Vogel, mein lieber Mann. Jetzt kommen zwei schräge Vögel. Also, hier haben wir eine hübsche junge Dame mit einem bengalischen Uhu auf der Hand. Und dieser bengalische Uhu, das ist die Niki. Und die Niki hat eine Besonderheit, sie mag mich nicht. Das ist der einzige Vogel, der mich nicht mag, der mir weiß. Alles klar, noch Fragen? Keine? Gut. Also solange ich weg bin, ist es der bravste Vogel der Welt. Das liegt wahrscheinlich daran, ich habe ihr damals, wo sie geschlüpft ist, aus dem Ei rausgeholfen. Das sind die Federbüschel auf dem Kopf. Das sind die sogenannten Federohren. Die haben aber nichts mit Ohren zu tun. Das ist reiner Kopfschmuck, der dient einmal für Imponiergehabe und zur Drohung. Wenn der Vogel sich bedroht fühlt, stellt er die Ohren alle ganz hoch, die Federohren, und die Büschel macht er auseinander, dass er größer ausschaut. Wer größer ausschaut, ist gefährlicher. Wer gefährlich ist, wird in Ruhe gelassen. Besonderheit bei der Eule, sie hat sehr große Augen, aber wer aufpasst, merkt, der kann die Augen nicht bewegen. Die Augen sind starr im Kopf, die hat keine Augenmuskulatur. Die Natur hat sich aber da sehr gut geholfen. Sie kann den Kopf 270 Grad drehen. Das heißt, einmal so und hier wieder über die Schulter schauen. Wer das nachmachen kann, kriegt von mir einen Kaffee und Kuchen. Ihr dürft euch auch helfen lassen. Es geht aber immer nur einmal. Dann war es das. Nein, Spaß beiseite. Die Eulen haben 6 Halswirbel mehr wie wir Menschen und können deswegen den Kopf so gut drehen. Und das dient einzig und allein daran oder dem Zweck, dass die Augen nicht beweglich sind, dass er trotzdem das gleiche oder bessere Sehfeld hat, weil sie ja beobachten muss, wo ihre Beute ist und rumschauen muss. Und deswegen ist das so von der Natur gewollt. Vogel zwischen 30.000 und 40.000 Dollar kosten, wenn der Scheich den haben möchte. Wenn es jetzt zwei sind, die sich um einen Vogel streiten, spielt Geld keine Rolle, dann ist auch 1 Million kein Betrag für die für so einen Vogel. Das sind wie gesagt Prestigeobjekte, die haben die zu Hause im Wohnzimmer stehen. Da sind 2 Betreuer da, einer der den ganzen Tag nur putzt und einer der ihn füttert und versorgt. Und da ist es eben für die, ja, wie für uns der Porsche oder der Ferrari in der Garage. Der Loco kann eine Geschwindigkeit erreichen von etwa 230 Stundenkilometern. Der Wanderfalke bis 350 Stundenkilometer. Das ist das schnellste Lebewesen auf der Erde. Nein, stimmt nicht. Leica. Kennt ihr die Leica? Das war der Hund, den die Russen in den Himmel geschossen haben mit der Rakete. Der war schneller. Aber nur kurzfristig. Und somit haben wir hier einen Falken, der sehr hohe Geschwindigkeiten erreicht, und deswegen hat er in der Nase Nasenzapfen. Denn wenn ihr mal beim Autofahren bei 100 Stundenkilometern Kopf rausstreckt, kriegt ihr keine Luft mehr. Und jetzt bei 230, da würde euch die Lunge platzen. Genauso wird es bei dem Vogel. Und deswegen hat der Vogel, bitte lauf mal bei den Leuten näher vorbei, dass ihr mal gucken könnt, in der Nase kleine Zapfen, die dafür da sind, dass die Luft im Flug verwirbelt wird. So kann der auch bei 230 Stundenkilometer ganz normal atmen. Die Falken sind reine Vogeljäger. Die interessieren sich also nicht für Säugetiere. Wir haben hier Spannweite von etwa 90 Zentimetern, ein Gewicht von etwa 850 Gramm. Die größten Exemplare haben bis 1500, 1800 Gramm, also doppelt so groß. Und dann merkt man schon, warum die denn nicht gewollt haben, weil er einfach ein Zwerg war. Man muss aber dazu sagen, dass die männlichen Greifvögel, die sogenannten Terzel, kommt von einer Terz, ein Drittel kleiner sind wie das Weib. Deswegen haben hier die Greifvögel grundsätzlich, bis auf wenige Ausnahmen, den Begriff Terzel und Weib. Ausnahme wäre jetzt zum Beispiel der Kondor,
Der Kondor isst Hahn und Henne, weil die gleich groß sind. Und jetzt kommt öfters mal die Frage, was ist der größte Vogel der Welt? Wer weiß es? Leider nicht. Der Blaualbatros mit einer Spannweite von 3,80 Meter. Die bleiben bis zu 6 Monaten am Stück in der Luft, ohne einmal festen Boden zu berühren. Ja, das sind absolut die größten, nicht die schwersten, die größten Vögel, die wir haben, mit der größten Spannweite. Der Kondor kommt auf etwa 3 Meter, ist aber vom Gewicht her so schwer, ist allein ein Thermikflieger, deswegen braucht er hohe Gebirge und landet auch immer wieder, wenn die Thermik weg ist, an seinem Horst oder im Mauerwerk, um da Schutz zu suchen. Wie gesagt, der Albatros bis 6 Monate und länger bleibt er an einem Stück in der Luft. Er geht mal kurz ins Wasser Fisch holen, startet aber sofort wieder durch und fliegt weiter. Er legt dabei Strecken zurück bis 10.000 Kilometer, ohne einmal festen Grund zu berühren. Dann kommt unser Fridolin. Das ist unser gefährlichster Vogel, den wir in der Auffangstation haben. Der hat schon am meisten auf dem Körper, jetzt läuft gleich mal um. Der Fridolin ist ein Mäusebussard-Terzel. Den haben wir als Küken bekommen. Da war er ungefähr 10 cm groß. Und der ist beim Sturm aus dem Nest gefallen. Und am nächsten Morgen wurde er dann gefunden von einer Familie. Die haben ihn dann zu uns gebracht, in die Auffangstation. Und das linke Auge war ganz weiß, weil er über Nacht in der Wasserpfütze gegangen ist. Und dann hat man einen Tierarzt gefragt, der hat gesagt, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Meine Frau hat es dann probiert, hat gesagt, das probieren wir mit homöopathischen Augentropfen, hat ihm alle halbe Stunde Tropfen gegeben. Und wie man sieht, es hat funktioniert, er sieht auf beiden Augen hervorragend. Wir haben den Vogel dann großgezogen und erfolgreich 5-mal ausgewildert. Da warte ich immer ein bisschen, bis alle überlegen, was das heißt. Also der ist 5-mal freigelassen worden und kam 5-mal zurück. Und das letzte Mal mit der Polizei von Rodenburg. Im Dienstwagen. Er wurde in Rodenburg eingefangen von einem Herrn und bei der Polizei in Rodenburg abgegeben in einer Schachtel. Und die haben mich dann angerufen, ob sie ihn bringen können. Sage ich, selbstverständlich, ich bin zu Hause, habe mich dann auf die Straße gestellt, gewartet. Sie sind dann gekommen, beide Polizisten steigen aus, machen die Türen zu und stehen kreidebleich neben mir. Da sage ich, und wo ist der Vogel? Sagt er, ja, das ist das Problem. Die Schachtel ist offen, der sitzt am Rücksitz. Fridolin. Aber Fridolin ist ja jetzt so gefährlich, dass er nicht gleich auf Menschen losgeht. Der Fridolin ist auch bei uns im Flugschauen geflogen. Wir lassen ihn so auch ab und zu mal fliegen. Das Problem ist halt, wenn er irgendwo ein Auto sieht, wo die Tür offen ist, fliegt er rein und wartet, dass er heimgebracht wird. Soweit zum Fridolin. Also wenn ihr irgendwo mal ein Auto offen lasst und es sitzt einer drin, der so ausschaut, sprecht mit Fridolin, einer anderer macht es nicht. Wow.
Nee, ich kann doch was raus. Komm, schrei etwas. Nee, ich seh dich an deinen. Ich mein den. Ich weiß. Da wird die Hexe gehängt und gebrannt. Hier ist schon was drin. Angezogen sind und damit machen, die dürfen das bekommen. Sind die Japaner? Das sieht so aus. Soll ich meine Übersetzungsdienste anbieten? Dafür Geld verlangen. Am Ende ist das irgendein Filmdirektor, der dreht hier einen tollen Film und du machst das einfach gratis. Von der anderen Seite. Wirklich, ein Film. Also der, jetzt darfst du anfangen. Sagen Sie, dass Sie Ihre Wissen.